Hallo zusammen, hier ist wieder das Fabian von Blubi.ch. Heute haben wir Mittwoch und darum gibt es heute eine neue Serie, die jeden Mittwoch rauskommt. 3 Minuten Mittwoch. Heute wird das Thema Offset. Viel Vergnügen! Ich habe jetzt hier mein Silhouette updated. Und das sieht so aus. Nicht verschrecken. Ich habe die Business-Version. Ich habe gerade hier ein paar mehr Sachen. Und auch sonst sieht es ein bisschen anders aus. Also nicht verschrecken. Die mit der Basis-Version sieht ein bisschen anders aus. Offset. Ich suche mir etwas zum Schreiben aussuchen. Schrift. Schreibe meinen Namen. Dann färbe ich das immer. Färben. Ich finde, es geht einfacher. Wichtig ist der Rechtsklick verschweissen. Jetzt bräuchte man es nicht, weil es keine Schnörkelschrift ist. Aber wenn man sich das angewöhnt, dann macht man das immer gerade. Dann verknüpfte Pfad erstellen, mache ich einfach auch immer. Jetzt habe ich das. So. Dann haben wir hier den Stern. Ganz wichtig, das ist unser Offset. Ich muss das wieder anwählen. Ich kann hier Offset auswählen. Ich kann hier bestimmen, wie dick das Offset wird. Also ich kann damit empfehlen. Das bringt nicht so viel, aber wenn man eine Sprechblase hat, habe ich zum Beispiel auch schon so gemacht, dann ist die Sprechblase dementsprechend angepasst. Ich arbeite meistens mit 1,7. Dann hinzufügen und dann tue ich das gerade einfärben, damit ich das ein bisschen sehe, wie das so ist. Kann man welche Farbe man auch immer will. So. Wenn ich jetzt das möchte, zum Beispiel mit Flexplatten, dann nehme ich das auseinander. Dann jeweils die Farbe, die ich will, abmessen, rein tun. Und zum Schluss wird das draufgeklebt und fertig. Und wir haben sogar 3 Sekunden vorher aufhören können. So, das war es wieder für das heutige 3-Minuten-Video. Ich freue mich, wenn ihr nächstes Video wieder einschaltet. Und bis dann überlege ich mir ein neues Thema, was ich euch in 3 Minuten erklären kann. Ciao zusammen!